Macrons Liebeserklärung an Deutschland. Ein Kommentar von Georg Blume aus Paris. Frankreich liebt sie. Vor dem Bundestag hat Präsident Macron den Deutschen einen Heiratsantrag gemacht. Das war kein sentimentaler Ausrutscher, sondern ein Angebot, das man nur einmal im Leben bekommt. Gut möglich, dass die historische Rede in Deutschland unverstanden bleibt. Also ich bin sehr froh, dass Georg Blume diese Rede verstanden hat, sonst wäre sie mir vermutlich auch entgangen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sie gehalten, zum Volkstrauertag vor dem Deutschen Bundestag. Wie passend! Bis zum letzten Satz schien er nicht wirklich Neues zu sagen. Was man bei einem stark ritualisierten Ereignis wie dem Volkstrauertag auch nicht erwartet. Aber dann, mit einem Satz, ging Macron plötzlich aufs Ganze. Er wagte etwas, was vor ihm allenfalls Schriftsteller und Gelehrte vermochten. Er erklärte die Liebe Frankreichs zu Deutschland. Als Staatsoberhaupt machte er Deutschland im Namen Frankreichs eine Liebeserklärung. Es ging ihm nicht um Verständnis, nicht um Vertrauen, nicht um Solidarität. Nein, um Liebe. Er schloss mit dem Satz: Wenn Sie die Worte aus Frankreich nicht verstehen, denken Sie daran, dass Frankreich Sie liebt. Tja, das Freimaurermännchen. Da bin ich wirklich beeindruckt. Aber das können wir so nicht stehen lassen. Hier müssen wir unbedingt noch besprechen, was uns Georg Blume hier zu sagen hat. Viele werden über den Satz hinweggehen, als gehöre er nicht an diese Stelle. Was hat Politik? Was hat das Verhältnis zwischen Staaten und Völkern mit Liebe zu tun? Ich glaube, Völker ist das. Ist das politisch korrekt, Herr Blume? Völker? Ich weiß nicht. Naja, er hat's gesagt, er hat's geschrieben, wird schon richtig sein. Schon der Begriff der Völkerfreundschaft stammt in Deutschland aus dem Vokabular des Utopisten Karl Marx, durch dessen Schriften bei uns weite Verbreitung fand. Aber wer hat je an die Völkerfreundschaft geglaubt? Und jetzt will uns Frau Macron auch noch von der Liebe der Völker erzählen. Naja, man weiß ja, dass die Franzosen ihre eigene, nicht ganz besonders zuverlässige Auffassung von Liebe haben. Mögen viele Deutsche gedacht haben, die Macron an diesem Sonntag zuhörten. Doch man würde ihnen damit nicht gerecht. Ich glaube, jetzt müsste ich meinen Finger heben. Man würde ihm nicht gerecht. Er meint es ernst. Für ihn gehört Liebe auch in die Politik. Was der Mann alles weiß, dieser Blume, was der über den Macron weiß, das ist schon ganz erstaunlich. Das erinnert mich immer daran, wenn jemand sagt, du, ich habe ja übrigens den Politiker XY getroffen, das ist, er hat mir die Hand gegeben, das ist ein ganz netter. Du Arschloch, du Idiot, was weißt du von deiner eigenen Frau? Was weißt du von deinen Kindern? Was weißt du von deinem Nachbarn? Was weißt du vom Macron? Diese Vorstellung, dieses erbrochene, widerliche Geschwätz ist nichts anderes als eine Verhöhnung. Tja,